Er wird auseinandergenommen von den Silberfischen. Er wird von den... Los, meine Silberfische, esst ihn. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skywars. Wir spielen auf Grave und oh, wir haben Glück. Wir haben soweit schon mal Glück gehabt mit den Items. Vielleicht haben wir noch mehr Glück. Bitte, bitte, bitte. Ja, doch. Ich finde Diamanten immer klasse. So. Werkbank, steht die zufällig hier oben? Oder ja, hier steht die. Okay. Also, dann mal schnell ein Schwert gebaut. Und ein wenig in Richtung Mitte gebaut. Dann können wir mit ein ganz bisschen Glück uns da gleich hinporten. Und dann die Truhen noch aus der Mitte mitnehmen. Entschuldigt bitte, dass ich vielleicht noch etwas verschlafen klinge. Ich bin gerade eben aufgestanden. Das ist an sich hier eine sehr früh entstandene Aufnahme. Aber naja, ich denke mal, es macht nichts. Ich fühle mich auf jeden Fall fit, um hier diese Runde sehr gut beschreiten zu können. Ich meine, ich bin jetzt nicht so unglaublich ausgeschlafen. Aber naja, wann ist man denn mal ausgeschlafen? Das wäre vielleicht mal die richtige Frage. Ist man das wirklich oft? Ja. So, wir haben momentan übrigens bei Skywars eine Map-Update-Woche, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe gerade... Oh, jawohl. Das bedeutet, jeden Tag kommt eine andere neue Karte hinzu, so als Abwechslung. Und ja, das freut, denke ich mal, alle Skywars-Verrückten. So. Zack. Und da haben wir einen Diabrustpanzer verzaubert. Geil. Weil das war noch meine größte Sorge, die ich hatte, dass ich da nichts finde. Aber diese Sorge war unbegründet. Jetzt nur noch mein Schwert verzaubern. Und... Moment. Und... Warum geht das nicht? Chef 1. Geil. Kommt her, Leute. Kommt her. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? So, TNT lege ich hier mal ein wenig hin. Das dahin. Gut, da haben wir ja schon mal tolle Sachen. Dann geht es jetzt mal rüber. Da vorne gibt es ja schon einen Weg. Den kann ich so ein wenig weiterführen. Ja, super. Ansonsten, was kann ich vielleicht gerade noch vom Server berichten? Zum Beispiel Delta beschäftigt sich momentan noch weiterhin sehr mit Anti-Hacking-Plugins und Clients oder wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall mit Möglichkeiten, Methoden, wie man die Hacker besser vom Server bannen kann. Wir haben da ja jetzt schon das Report-System neu hinzugefügt. Wir haben unser eigenes Anti-Hack-System. Aber da noch weiter zu verfeinern, darin liegt natürlich die Würze. Und da sehen wir auch so ein wenig den Nachteil bei anderen Netzwerken. Wir haben uns gesagt, dass wir da so ein wenig mehr verschärfen wollen. Und vielleicht auch die Bannzeiten verschärfen wollen. Und naja, dass wir da ein wenig mehr weiter angreifen. Das sind da so die Sachen, die momentan da im Umlauf sind. Ich möchte euch so ein wenig hier berichten. Ich denke mal, es ist ein wenig spannender. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich hätte ihn auch wahrscheinlich locker bekommen, weil ich eindeutig die bessere Rüstung habe. Und naja, aber das passt schon. So, hier ist anscheinend keiner versteckt. War nur ein Test, Entschuldigung. So, dann kann ich wieder hochgehen. Der nächste Spieler sagt nicht, der ist in der Mitte. Bitte nicht in der Mitte. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Da müssen wir einmal komplett auf die andere Seite der Karte. Einmal hier rüber. Einmal eine kleine Weltreise hier machen. Komm auf Weltreise. Die erste. Hier in Skywars. So. Da drüben. Da braucht er sich rüber. Okay. Noch drei andere neben uns leben. Obwohl. Ja, anscheinend. Okay, ich dachte, der Zork, der Left, der jetzt irgendwie, weil er BB geschrieben hat. Aber das hat er nur zu einem Spieler gemacht, geschrieben. So. Einmal flott hier rüber gebaut. So. Gut, der Kompass, der sagt uns ja, falls ein Gegner von vorne kommen würde. Das heißt, gucken... Oh, einer ist runtergefallen. Das heißt, gucken müssen wir gar nicht großartig. Nur nach hinten gucken, das ist wichtig.
dass wir dort nicht noch irgendwie überrascht werden von einem mit einer Angel. Okay, der ist da unten rein. Der craftet noch richtig, habe ich das Gefühl. Der ist noch gar nicht fertig mit der Rüstung. Der muss sich noch richtig schön stark equippen. Oh. Guck mal, wir sind hier genau zwischen den beiden Gegnern. Links ist ein Gegner auf der einen Insel und rechts der andere. Ja, für welchen entscheidet man sich da? Ich nehme jetzt mal den linken, weil der sich gerade in die Mitte bauen möchte. Und ich das nicht ganz so gerne habe, wenn da jemand meint, er müsse in der Mitte der King sein. Weil da vielleicht auch noch Schneebälle liegen oder irgendwie sowas. Okay, von hinten kommt aber keiner. Leider haben wir keine... Oh, oh. Oh, der hat eine Angel. Oha, der hat auch eine gute Rüstung. Boah, du Angler, du alter Angler, du Sau hier. Die Angel ist natürlich mega OP. Die hätte ich auch verdammt gerne. So. Aber naja, die finde ich jetzt nicht. Die liegt da unten drin. Ah, oder doch? Da ist die Angel. Okay, dann nutzen wir mal das fremde Kit für uns. Ach, das ist doch cool. So, Finale. Baut er sich da gerade in die Mitte oder läuft er irgendwie weg vor uns? Ich habe das Gefühl, er läuft vor uns weg. Ob ich das jetzt gut finden soll, weiß ich nicht. Ich möchte doch am liebsten hier eine knackige Runde hinlegen. Na los, einmal rüber hier. Zack. Mich würde auch mal interessieren, was ihr euch von mir am liebsten momentan auch wünschen würdet. Zum Beispiel wollt ihr wieder, dass ich ein bisschen Markt bringe. Da kam jetzt wieder vermehrt die Nachfrage, kam da auf. Oder wollt ihr, dass ich vielleicht, war der Spieler gerade da drüben? Nee. Oder wollt ihr gerne, dass ich, ja, keine Ahnung, mehr Gun-Game bringe? Oder wollt ihr noch irgendeinen Gast auf jeden Fall wieder mal hier dabei haben? Schreibt mir das mal bitte als Feedback unter das Video. Oh oh. Ah. Oh! Oh! Das gibt's doch nicht! Er wird auseinandergenommen von den Silberfischen. Los, meine Silberfische! Esst ihn! Esst ihn auf! Los! Die schubsen ihn auch runter. Ja, wie geil ist das denn? Ja, wie cool ist das denn mal bitte? Ah, Mist. Er hat's leider überlebt. Naja. Aber auch nicht mehr lange. Tschö mit GG. Ja, cooler Kampf irgendwie. Mit den Silberfischen, das war, fand ich ganz amüsant. Das kriege ich auch nochmal bestimmt hin mit dem Kill. Wäre dann irgendwie so eine Art eine Challenge. Also, ja Leute, ist eine kurze, knackige Runde gewesen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Die paar Infos und auch, ja, die Runde. Wenn euch diese gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Und ansonsten, bitte lasst mir Feedback da. Ich sage, haut rein und tschö mit Ö.